Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am 16. April, hier um 10.25 Uhr. Grüß Sie wieder, Christian Kämmerer. Und wir wollen auf den DAX schauen, der hier heute Morgen, da sehen wir hier gerade in diesem Chartbild vom Morgen, von einer Morgenanalyse zum DAX hier mit eigentlich positiver Fuzzy-Logik, die sich jedoch hier mit dem direkten Schwächeanfall vom Morgen hier fast schon auflöste. Interessant jetzt, dass wir hier einen leichten Support gefunden haben. Hier im Stundenchart und innerhalb dieser bullischen Flagge, die sich auch zeigt, zunächst uns versuchen zu stabilisieren. Das wollen wir uns jetzt mal im Index anschauen. Hier gleicher Chart allerdings im Guidance Desk. Kurz noch da auch die Revue zu gestern. Wir haben hier, wie gesagt, es nicht geschafft, das Widerstandslevel 12.335 zu attackieren. Das war eine Grundvoraussetzung. Die Annahme weiter fallender Kurse wurde dann im Intraday-Verlauf auch tatsächlich bestätigt. Dann jedoch ist das passiert, was eigentlich nicht vorgesehen war heute Morgen. Und ich muss zugeben, als ich die DAX-Analyse schrieb, das war vor 9 Uhr, da war ich noch sehr optimistisch im Sinne dessen, dass der DAX ja grundsätzlich eigentlich weiter anziehen müsste. Aber wie wir gesehen haben, gab es ja erstmal einen dicken Rutsch zur Handelseröffnung. Dieser jedoch innerhalb dieser bullischen Flagge und dieser sich öffnenden Dreiecksstruktur. Und jetzt dürfte eben mal interessant sein, was der DAX im weiteren Verlauf macht. Wir haben tatsächlich jetzt hier diesen Aufwärtstrend seit Ende März hier auf Stundenbasis in der 24-Stunden-JFD-Indikation. Diese Linie sehen Sie nur da. Beim Xetra DAX wird es schwierig diesbezüglich. Aber genau diese Linie haben wir mit dem heutigen Schwächeanfall durchbrochen. Tatsache ist aber auch, wir haben heute statistisch gesehen den bullischsten Wochentag mit eben hier 61% positiver Schlusspreise. Und grundsätzlich hat sich die Konsolidierung ja ein Stück weit jetzt während des weiteren Wochenverlaufs schon zugespitzt. Und es war im Prinzip schon an der Zeit, dass der DAX heute hier eine Stabilisierung erfährt. Wie wir sehen, ist es nicht dazu gekommen. Allerdings jetzt vom aktuellen Flaggenlevel ausgehend, Bereich hier. Wir haben auch unlängst das Tagestief nochmal getestet, beziehungsweise sind in diesem Bereich gelaufen, haben kein neues markiert. Also kurzfristig scheinen mir hier weitere Erholungen durchaus gut denkbar. Und dann wird es sehr spannend hier in diesem oberen Bereich, dass hier eben in Form des Wochenpivotpunkts sich definiert bei 12.221 Punkten und jetzt ein Stück weit rüberziehen. Diese eigentliche tragfähige Unterstützung formiert sich jetzt zum Widerstand um. Wir haben also jetzt hier oben, und da müssen wir jetzt definitiv den Kreis ziehen, sozusagen hier ein massives Widerstandscluster. Ja? In Form dieser oberen Trendlinie, des Abwärtstrendkanals, Schrägstrich der bullischen Flagge durchaus noch, dann dieser gebrochenen Aufwärtstrendlinie seit Ende März und dieses Horizontalwiderstands bei 12.221 Punkten. Das soll heißen, ergo, der DAX unterhalb dieses Levels durchaus in der Gefahr, weiter zurückzufallen. Achten Sie deswegen hier auf das Niveau 12.221, will ich gar nicht mal so fix machen. Ich würde es eher hier in der Zone definieren, 12.210, 12.230, so in diesem Bereich hier. Da sollte man mal drauf aufpassen. Wir haben heute 14.30 wieder eine ganze Agenda an Wirtschaftsnachrichten. Wir haben hier die Baugenehmigung, die Baubeginne aus den USA, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Dann kommt es heute Nachmittag nochmal zum Philly Fed Index, 16 Uhr. Das heißt, wir haben hier ein gewisses Potenzial, 14 Uhr nach 14 Uhr hier von Seiten der USA hier nochmal Impulse zu bekommen. Hier auch nochmal einzelne europäische Wirtschaftsdaten, die ich jetzt aber hier nicht auf die Goldwaage legen würde. Vielmehr eben hier am Nachmittag die Impulsion dessen, dass es da Drive geben könnte. Aktuell eben wichtig, dass der Index sich jetzt hier nicht weiter in neue Tagestiefs verabschiedet. Dann halte ich hier technisches Reaktionspotenzial zunächst eben bis hier in diese jetzige Widerstandszone für möglich. Plan B wäre dann, wenn es zum Ausbruch kommt, dass der DAX hier tatsächlich weiter aufstrebt. Im Sinne der Saisonalität, die ungebrochen bullisch ist, auch das haben Sie heute hier in der Morgenanalyse sehen können. Ich zeige es Ihnen trotzdem nochmal. Die Saisonalität der kommenden 20 Tage bis in den Mai hinein ist höchst bullisch. Also von daher Rückenwind. Wichtig, dass der DAX hier keine weiteren Verluste macht. Dann sieht es gut aus, dass wir hier nochmal nach oben ziehen können. Andernfalls gibt es neue Tiefs. Speziell unterhalb von 12.100 Punkten sehen Sie hier diesen Horizontal-Unterstützungsbereich. Der Fall hat sich erledigt. Dann muss man davon ausgehen, wenn wir 12.100 und auch das Niveau von 12.075 Punkte, das schauen wir uns gleich mal auf Tagesbasis an, unterschreiten sollten. Spricht viel dafür, dass wir nicht nur die Marke von 12.000, sondern auch ein Stück weit tiefer dann noch absinken könnten.
was dann natürlich für eine größere Korrekturbewegung in Anführungszeichen spricht. Denn wir da wissen alle, dass der DAX deutlich über 20% gestiegen ist und insofern hier sicherlich auch mal Luft gelassen werden muss. Vielleicht haben wir heute damit, mit diesem Impuls, den Startschuss dafür gesehen. Würde ich aber immer noch nicht unterschreiben. Der DAX ist, wie gesagt, saisonal in einer sehr, sehr bullischen Phase. Große Top-Bildung haben wir jetzt meines Erachtens da auch noch nicht. Die US-Indizes sind ja auch nicht deutlich im Minus. Das heißt, es kann ja von Amerika definitiv noch Freude aufkommen. Und die aktuelle Stundenkerze, wie wir sie hier gerade in der Entwicklung sehen, in der JFD 24-Stunden-Indikation, ist ergo gerade im Erholungsimpuls begriffen und wir haben kein neues Tagestief gemacht und sind an dieser unteren Trendlinie nach oben abgeprallt. Also ich halte es durchaus für möglich, dass wir jetzt gute 30, 40, 50 Punkte in den nächsten Handelsstunden gut machen, um dann eben hier am Nachmittag letztlich eine Entscheidung herbeizuführen. Ja, innerhalb des Trendkanals oder Ausbruch Unterseite 12.100, wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Halten Sie das Level im Auge. Gut, das wäre es erstmal zum Stundenchart vom DAX. Jetzt gehen wir mal kurz in den Tageschart, um das Bild nochmal ein Stück weit abzurunden. Sehen wir auch hier die Wochenpivotpunkte und hier die ja, Serie der jüngsten Verluste, keine Frage. Was jetzt auffällt, ist hier, Moment, ach, die Kopierfunktion hat einen kleinen Bug zurzeit, ist diese kleine Zone 12.450, 12.050. Die hier in Verbindung mit dieser Trendlinie auf Tagesbasis eine mögliche Unterstützung bieten könnte. Ja, diese Trendlinie rührt hier schon seit Ende Februar her, sehen Sie. Hat auch schon mehrfache Bestätigungen erfahren. Hier liegt auch der EMA 20 auf Tagesbasis. Bereich 12.050 wäre heute im Ausdehnungsfall das Korrekturlevel, wenn es denn weiter runter geht. Sogar ein Stück weit im Stundenchart zu tief gezeichnet. So, 12.040, 12.050. Machen Sie das immer nie auf die einzelnen Punkte fix. Lässt sich hier im Stundenchart gar nicht so gut ableiten, muss ich sagen. Da finde ich eher das Level von 12.020 als Marke interessant. Aber wir haben hier das Support-Level S1. Das dient hier als Auffangzone, was, wie gesagt, hier als Gradmaß dessen dienen könnte, wenn wir hier eben unterhalb von 12.100 Punkte absinken, dann sind sicherlich nochmal 60, 70 Punkte Abschlagspotenzial gegeben. Deswegen hier auch darauf achten, dass wir das Level von 12.100 halten. Auf Intraday-Basis, dann sieht es wie gesagt gar nicht so schlecht aus. Und der DAX kommt auch wieder ein Stück weit jetzt nach oben, dass die Preise steigen könnten. Gut, nochmal zurück in den Tageschart. Da wichtig, das Level von 12.034, EMA 20, 12.048. Also Sie sehen hier diese Price Action Zone, das ist ein ganz, ganz wichtiges Level und da setze ich auch jetzt hier den grauen Pfeil mal an, weil wenn wir da drunter gehen, dann rufen sicherlich eben rasch weitere Abgaben bis zunächst hier dieser kurzfristigen Unterstützung, um dann, da lassen Sie mich gleich mal den Punkt ergänzen, hier dann möglicherweise sogar noch deutlich tiefer abzurauschen. Ja, das wäre dann im Prinzip durchaus ein Startschuss einer größeren Gegenbewegung, wenn wir dann auch noch hier diese starke Unterstützung um 11.800 Punkte aufgeben. Wenn es dazu kommt, dann muss man mit einer stärkeren Korrektur rechnen. Ich, wie gesagt, bin aber eigentlich immer noch optimistisch, dass wir uns hier oberhalb entweder jetzt direkt oder wenn es nochmal Rücksetzer gibt, hier mit Bestätigung dieser Trendlinie wieder nach oben orientieren können. Erst unterhalb von, ja, 11.000, wie gerade eben schon geschildert hier, unterhalb von 11.875, 11.880, 11.860 Punkten dieser Horizontallinie wäre der Bias für den DAX deutlich angezählt und dann würde es sich sicherlich nochmal erheblicheres Abwärtspotenzial ergeben. Ansonsten würde ich hier noch nicht den großen Bären an die Wand malen, da die Käufer bis jetzt immer wieder Rücksetzer ausnutzen, um long in den Markt zu gehen. Und das scheint mir auch heute, Schrägstrich morgen, wieder der Fall zu sein, sofern es denn so kommt. Die Saisonalität gibt Rückenwind, die Charttechnik generell auch. Man darf nicht vergessen, wie wir wieder unlängst ausgebrochen sind, angestiegen sind. Und damit will ich es auch gleich schon belassen. Was aber sehr interessant ist, und das zeige ich Ihnen nochmal hier im großen Tagesschart seit Oktober des letzten Jahres, ist eben diese hier. Das kann man dann jetzt ruhig nochmal, Kopierfunktion, ruhig nochmal als Maßstab nehmen, dass hier die Trendlinie erneut bestätigt wurde mit dieser Candle. Ja? Und Sie sehen hier diesen unteren Bereich,
Also im Ausdehnungsfall, wie gesagt, könnte es wirklich tiefer gehen, aber da fehlen mir augenblicklich noch die Indikationen für. Warten wir ab, was passiert. Wir werden heute am Nachmittag nochmal aufschalten, gegebenenfalls dann auch nochmal auf den DAX blicken, aber auf jeden Fall auf die US-Indizes. Da runden wir das Bild nochmal ab, was dann passiert ist. Ich sage an dieser Stelle jetzt erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag, angenehme Mittagspause, wenn sie denn alsbald kommt. Und in dem Sinne, Ihr Christian Kämmerer wünscht noch viel Erfolg. Bis dahin.